Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Programmierung mit Architec ALP. In dem heutigen Video werden wir eine Steuerung für einen industriellen Mixer entwickeln. Das Programm erfordert 7 digitale Eingänge und 3 digitale Ausgänge. Für die Implementierung eignet sich das programmierbare Relais PR200 sowie auch weitere Kleinsteuerungen von Architec. Zu Beginn stelle ich Ihnen die Programmanforderungen vor. Die Steuerung für den Industriemixer sollte über 2 Betriebsmodi verfügen, einen automatischen wie auch einen manuellen Modus. Das Umschalten wird durch den Schalter Mode realisiert. Zweitens, im automatischen Modus kann der Mixer durch Betätigen des Schalters Start für eine Arbeitsdauer von insgesamt 5 Minuten in Betrieb genommen werden. Im aktiven Betrieb wird der Motor dann im Wechsel für 15 Sekunden eingeschaltet und für 10 Sekunden ausgeschaltet. Nach Ablauf der vordefinierten Arbeitsdauer oder bei Betätigen des Schalters Stopp wird der Motor ausgeschaltet. Im manuellen Modus kann der Mixermotor mit dem Schalter Start und Stopp gesteuert werden. Viertens. Sollte eine Überlastung des Motors auftreten und das jeweilige Signal am Eingang Überlast anliegen, wird eine akustische Warnung der Signalhupe in einem 3-sekündigen Intervall ausgegeben. Zusätzlich führt eine Motorüberlast zur Aktivierung der Warnleuchte. Fünftens. Das akustische Signal sollte durch den Schalter Reset ausgeschaltet werden können. Und zum Schluss, der Taster Test sollte für das Testen der Signalhupe und der Signalleuchte genutzt werden. Für das Programm benötigen wir verschiedene Logikgatter, eine Einschaltverzögerung, 2 Generatorblöcke Blink und 2 RS-Trigger. Alle benötigten Funktionsblöcke sind bereits für Sie in den Arbeitsbereich hineingezogen worden. Ganz einfach in der integrierten Bibliothek von ALP raussuchen und per Drag and Drop einfügen. Der Funktionsblock Blink kann Rechtecksignale erzeugen, wobei die An- und Auszeit im Eigenschaftsfenster einstellbar ist. Die Funktion wird mit dem Anlegen einer Logisch 1 am Eingang I freigegeben. Der RS-Trigger verhält sich ähnlich wie ein RS-Flipflop. Bei Erkennung einer steigenden Flanke am Eingang S wird der Ausgang Q auf Logisch 1 gesetzt, wobei eine steigende Flanke am Eingang R den Ausgang auf Logisch 0 herabsetzt. Im Falle, dass an beiden Eingängen eine Logisch 1 anliegt, wird der R-Eingang priorisiert und der Ausgang wird als Folge auf Logisch 0 gesetzt. Als erstes realisieren wir die Auswahl zwischen den 2 Betriebsmodi. Liegt der digitale Eingang 4, also Mode, bei Logisch 1, so ist der automatische Modus aktiviert und das Signal wird an das obere UND-Gatter geleitet. Ist der genannte Eingang jedoch ausgeschaltet, so wird der manuelle Modus aktiviert und das Signal wird über ein Nicht-Gatter an das untere UND-Gatter geleitet. Diese Anordnung gewährleistet, dass immer nur ein Aktivierungssignal für den Motor erzeugt werden kann. Als nächstes wird die Steuerung für den automatischen Modus implementiert. Dazu nutzen wir den RS-Trigger, wobei der Eingang S mit dem Schalter Start und der Ausgang Q mit dem Eingang des oberen UND-Gatters verbunden wird. Der zweite digitale Eingang Stopp wird über die 2 Oder-Gatter an den Eingang R angeschlossen. Wird nun der Schalter Start im automatischen Modus betätigt, wird ein Aktivierungssignal am Ausgang des oberen UND-Gatters für den Motor erzeugt, wobei dieses bei Betätigen des Schalters Stopp verschwindet. Das Aktivierungssignal muss nun gemäß der Programmanforderung weiterverarbeitet werden. Da der Motor im Automatikbetrieb in einem definierten Intervall ein- und ausgeschaltet werden soll, verwenden wir den Baustein Blink, der ein einstellbares Rechtecksignal erzeugt. Im Eigenschaftsfenster der Blink-Funktion werden entsprechend der Programmanforderung eine On-Zeit von 10 Sekunden und eine Off-Zeit von 15 Sekunden eingestellt. Damit das Rechtecksignal generiert werden kann, verbinden wir den Ausgang des oberen UND-Gatters
mit dem Blinkeingang I und den Ausgang Q mit dem ODA-Gatter, welches direkt an den digitalen Ausgang angeschlossen wird, mit dem der Motor verbunden ist. Der Motor sollte im Falle einer Überlastung abgeschaltet werden. Dazu wird der digitale Eingang 3 mit dem ersten ODA-Gatter oben links in der Arbeitsfläche verbunden. Um den Motor nach einer Arbeitsdauer von 5 Minuten auszuschalten, wird eine Einschaltverzögerung verwendet, dessen Verzögerung im jeweiligen Eigenschaftsfenster auf 5 Minuten eingestellt wird. Außerdem legen wir eine Verzögerungsleitung zwischen dem Ausgang der Einschaltverzögerung und dem Eingang des zweiten ODA-Gatters oben. Wenn das Aktivierungssignal nun für 5 Minuten an der Einschaltverzögerung anliegt, wird eine steigende Flanke erzeugt, die den RS-Block zurücksetzt und den Motorbetrieb infolgedessen deaktiviert. Nun wird der manuelle Modus implementiert. Dazu nutzen wir den bereits erstellten Start-Stopp-Mechanismus und legen eine Verbindung zum unteren UND-Gatter, um das Aktivierungssignal weiterleiten zu können. Zum Schluss wird noch der Ausgang des UND-Gatters mit dem ODA-Gatter zum Motor verbunden. Die vierte Programmanforderung der industriellen Mixersteuerung sieht sicherheitstechnische Warnmaßnahmen durch eine Signalhupe, welche im 3-Sekunden-Intervall eingeschaltet werden soll, sowie durch eine Warnleuchte, die bei Überlastung des Motors konstant aktiviert bleiben soll, vor. Wir verbinden den dritten digitalen Eingang Überlast mit dem unteren ODA-Gatter und den Ausgang von diesem mit dem dritten digitalen Ausgang, welcher die Warnleuchte ansteuert. Im Anschluss legen wir eine Leitung an den S-Eingang des unteren RS-Triggers, um das Überlastsignal weiterleiten zu können. Der Ausgang des RS-Triggers wird sodann über den unteren Blinkblock sowie das nebenstehende ODA-Gatter mit der Signalhupe am digitalen Ausgang 2 verbunden. Die Einstellungen für das Rechtecksignal können anschließend im Eigenschaftsfenster des Generatorblocks eingestellt werden. Die Signalleuchte wird sich im gezeigten Programmschaltbild bei Verschwinden der Überlast selbst ausschalten, jedoch nicht die Signalhupe. Diese kann nur über den Druckschalter Reset deaktiviert werden. Nun ist die industrielle Mixersteuerung nahezu fertig implementiert worden. Es fehlt nur noch die Funktion zum Testen der Warnelemente. Dafür werden die letzten noch offenen Verbindungen zu den unteren zwei ODA-Gattern realisiert. Nun können wir mit dem erstellten Programm eine Simulation durchführen und dieses Programm auf mögliche Fehler testen. Wir aktivieren den Simulationsmodus und starten die Simulation. Zu Beginn wird getestet, ob die Warnelemente voll funktionsfähig sind. Wir halten den Schalter Test gedrückt und lassen diesen wieder los. Wir können nun versuchen, den Motor im manuellen Modus anzusteuern. Wir benutzen den Schalter Start sowie den Schalter Stopp. Schalten wir den Motor wieder an und sollte eine Überlast auftreten, so wird der Motor erfolgreich abgeschaltet und die Warnleuchte wird aktiviert. Außerdem wird auch das akustische Warnsignal im eingestellten Rhythmus erzeugt. Durch Betätigen des Drucktasters Reset kann die Signalhupe ausgeschaltet werden. Die Signalleuchte wird ausgeschaltet, wenn keine Motorüberlast mehr auftritt. Nun aktivieren wir den automatischen Modus und starten den Betrieb. Der Motor wird für 10 Sekunden eingeschaltet und für 15 Sekunden ausgeschaltet. Wir spulen die Zeit etwas vor und sehen, dass die Einschaltverzögerung den Motorbetrieb nach 5 Minuten beendet. Mit dem vorgestellten Programm können Sie eine industrielle Mixersteuerung realisieren. Laden Sie sich die kostenlose Programmierumgebung von Architech noch heute herunter und lernen Sie den einfachen Umgang mit dieser. Kleinsteuerungen wie den PR200 können Sie ebenfalls über unsere Webseite erwerben. Dort finden Sie auch weitere Informationen bezüglich unserer Produkte. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen.
Das Architect-Team wird diese schnellstmöglich beantworten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.